Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Tumberries und wir präsentieren euch heute ein Video mit den besten Einsteigertipps für Ublitz. Ein lustiges kleines Spiel, was wir seit einer geraumen Zeit spielen. Und wir hätten uns gefreut, wenn wir am Anfang diese Einsteigertipps gehabt hätten. Also könnt ihr euch anschauen und ein bisschen was dazulernen von dem, was wir schon wissen. Genau. Wir haben, wie gesagt, das Spiel selbst schon gespielt. Unsere Playlist der Let's Plays verlinke ich euch oben in der Infobox oder unten in der Beschreibung. Und jetzt verlieren wir keine weiteren Worte. Viel Spaß. Viel Spaß. Das im Juli veröffentlichte PC- und Xbox One-Game Ublitz beschreibe ich wohl am besten als einen Hybrid aus Stardew Valley, Pokémon und Animal Crossing. Ihr habt einerseits eine Farm, könnt Freundschaften mit anderen Dorfbewohnern schließen und bekämpft andererseits mehr oder weniger niedliche Pflanzentierchen, die euch ihre Samen schenken, welche ihr wiederum auf eurer Farm einpflanzen könnt. Wenig später entspringt daraus eben dieses bekämpfte Ublitz, das euch dann als Gefährte durch Ub, so heißt die Welt, einfallsreich was, begleitet. Ihr könnt bis zu, ich glaube, 8 Ublitz als Begleiter haben, mit denen ihr wiederum gegen andere Ublitz bzw. ihre Trainer in Dance Battles antretet. Wie ihr das am besten angeht, und zwar von Anfang an, dafür haben wir euch unsere 10 besten Einsteigertipps zusammengestellt. Worauf ihr auf jeden Fall von Anfang an ein Auge haben solltet, sind die Ressourcen Clothlet und Obsidiane. Ersteres könnt ihr bei eurem lokalen Samenshop erwerben und auf eurer Farm einpflanzen. Macht das am besten so früh wie möglich und achtet darauf, denn die Samen sind sehr teuer. Ihr braucht sie im Laufe des Spiels für quasi alle Quests und Upgrades. Außerdem findet ihr sie hin und wieder in der Stadt, also haltet insbesondere ganz am Anfang des Spiels auch hier die Augen offen. Obsidiane sind noch seltener zu bekommen als Clothlets. Diese findet ihr lediglich bei euren am besten täglichen Rundgängen durch die Stadt und entlang der Küste oder durch das Aufschlagen von Steinen auf eurer Farm. Außerdem könnt ihr sie auch mit Wishies erwerben, wovon wir euch aber abraten würden. Aber dazu kommen wir gleich noch. Die ständig schaffelnde, übermotivierte und etwas opportunistische Bürgermeisterin Hünstel wird euch sowieso von Anfang an in Beschlag nehmen. Sie ist ein Quell nie enden wollender Aufgaben, die euch aber gerade am Anfang sehr weiterhelfen können. Also, schnappt euch eure gesammelten Clothlets und Obsidiane und macht euch an die Quests. Nicht nur treibt das die Geschichte weiter, ihr bekommt auch Wishies, die ihr wiederum in hilfreiche Upgrades investieren könnt. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Neben den Aufgaben belohnt euch Hünstel bzw. ihr Ublitz King Hapfen auch regelmäßig mit Auszeichnungen für das Erreichen von Meilensteinen in eurer täglichen Arbeit. Auch die bringen euch Wishies ein. Sobald ihr euch eure ersten paar Ublitz erkämpft habt, also alle, die nicht euer Starter-Ublitz sind, könnt ihr Ragnolia bei der Wiederherstellung ihres Scanners helfen. Ist das geschafft, könnt ihr dort eure Ublitz einscannen. Ihr bekommt dafür von Ragnolia Gummies, was gerade am Anfang sehr hilfreich ist, wo die Ingame-Währung recht rar gesät ist, sowie eine kleine Figur, die ihr im Rathaus zu einer Sammlung hinzufügen könnt. Eine super Möglichkeit, um schon früh an etwas Geld zu kommen. Unterhaltet euch von Anfang an mit jedem in der Stadt. Okay, nicht mit jedem, sondern mit denjenigen, die einen Punkt über dem Kopf tragen. Der Punkt zeigt euch an, dass ihr an diesem Tag noch nicht mit derjenigen Person gesprochen habt. Nicht nur sind die Gespräche recht abwechslungsreich und witzig, auch bekommt ihr für jede getätigte Unterhaltung am Ende des Tages Erfahrung. Und zwar nicht gerade wenig. Wenn das noch nicht Argument genug ist, bekommt ihr nach Erfüllung der Error Quest zur Printy Press auch die Möglichkeit, Freundschaftssticker zu verdienen. Ist ein Freundschaftsbalken voll, verleiht euch der oder diejenige einen Sticker, samt ein paar Extras, die, by the way, immer cooler werden, je besser ihr befreundet seid. Noch einfacher, das Freundschaftslevel zu erhöhen, wird es dann mit dem Henkerbot, den ihr wiederum bei Ragnolia freischalten könnt. Der schickt euch jeden Morgen eine Mail mit einer Information darüber, was eine Person am liebsten mag. Schenkt ihr der Person das gewünschte Ding an diesem Tag, freut sie sich besonders und das Freundschaftslevel macht einen erheblichen Sprung. Auch Quests für eure MitbewohnerInnen zu erledigen, bringt euch in neue Freundschaftssphären. Also nicht schüchtern sein.
Und jetzt, da wir so viel über Freundschaft geredet haben, wirkt der nächste Tipp hier gleich doppelt zwielichtig. Trotzdem können wir ihn euch nur wärmstens ans Herz legen. Schaut regelmäßig in den Häusern der Stadt vorbei und sucht unter Kissen, in Kühlschränken und Co. nach hilfreichen Funden. Das können einzelne Gummis sein, manchmal sind es aber auch Schätze wie Obsidiane und Rezeptstücke. Habt ihr 4 Rezeptstücke beisammen, könnt ihr sie zu einem vollständigen Rezept zusammenfügen. Also auch hier nicht schüchtern sein, rein in die Häuser. Immerhin scheint es die Bewohner sowieso nicht zu stören, wer da an ihrer Einrichtung rumfuhrwerkt. Anders als zum Beispiel in Stardew Valley müssen die Pflanzen eurer Farm teilweise auch im Laufe des Tages gegossen werden. Habt ihr sie zum Beispiel am vorigen Tag zur Mittagszeit gegossen, müsst ihr das am folgenden Tag ebenso tun. Da man gerade am Anfang noch ziemlich viel selbst mit Gießen beschäftigt ist, wie ihr da Abhilfe schaffen könnt, dazu kommen wir gleich, erledigt so viel wie möglich gleich zu Beginn des Tages, bevor eure Energie verbraucht. Apropos Energie, wenn es noch nicht so spät am Tag ist, könnt ihr gediegen erst einmal noch ein Nickerchen halten, was euch ein bisschen eurer Energie wiederherstellt. Habt außerdem ein Auge auf Unkraut, das eure Pflanzen befallen kann. Ist das der Fall, wachsen sie so lange nicht weiter, bis ihr es entfernt habt. Und wenn wir schon beim Thema Flora angekommen sind, bleiben wir doch gleich bei euren Pflanzen. Die lokale Pflanzendealerin Miet hat täglich neue Angebote am Start. Die lohnt es sich, bei genügend Gummies auf Vorrat zu kaufen. Das geht immer in einem Batch aus 20 Stück. Also haltet insbesondere nach Clawflets Ausschau, da die ansonsten mit 38 Gummies pro Stück ziemlich teuer sind. Kommen wir also zu der Frage, was machen wir mit den gewonnenen Wishies? Unser Tipp, investiert sie nicht in Materialien wie Clawflets und Obsidiane. Auch wenn das oftmals verführerisch sein kann, gerade am Anfang, wenn ihr mal wieder auf einer Obsidian-Durststrecke seid. Aber insbesondere Obsidiane, die 100 Wishies kosten, sind es nicht wirklich wert. Früher oder später werdet ihr wieder einen finden. Investiert eure hart verdiente Währung lieber in zum Beispiel Charaktererweiterungen wie mehr Ausdauer oder mehr Inventarplätze. Das hilft euch am Anfang extrem weiter. Ist das erledigt, könnt ihr euch mehr Uplets gönnen, die Samenauswahl bei Miet erweitern, was übrigens auch für eine der Hauptquests notwendig ist, die sonstigen Angebote der lokalen Händler aufbessern und viel mehr. Zum Beispiel könnt ihr euch Blueprints für einzelne Herstellungsobjekte holen, wozu wir im nächsten Tipp kommen. Die sogenannten Oop-Coops sind das Zuhause eurer Ublets auf eurer Farm. Habt ihr einmal die Follow-Babies, also diejenigen, die euch hinterher dackeln, voll, bleiben alle weiteren zu Hause, die sogenannten Home-Babies. Die brauchen dann eine Hütte, von wo aus sie die darumliegenden 8 Felder betreuen. Das machen sie aber erst sinnvoll ab Level 2 der Oop-Coop, ab dem sie anfangen, die Felder auch zu bewässern. Das heißt für euch, so früh wie möglich die Blueprints der Level 2 Oop-Coop mit Wishies erwerben und eure Oop-Coops auf der Farm aufwerten. Dann passen da auch 2 kleine Helfer rein. Jedes weitere Level bringt übrigens logischerweise noch mehr, aber das wird dann Teil der Endgame-Tipps oder so ähnlich. Der gleiche Tipp gilt natürlich auch für die Bewässerungsanlagen. Besonders die Sprenkler am Anfang haben keinen großen Sinn und kosten einfach zu viel. Holt euch also auch da so schnell wie möglich die Verbesserung, dann sprenkeln die gleich 8 bzw. 16 Felder, ganz ohne die Hilfe eurer Ublets. Und zum Schluss noch etwas, das uns einiges an Kopfzerbrechen beschert hat und auf das wir von einem unserer tollen ZuschauerInnen hingewiesen wurden. Die Uplets, die euch präsentiert werden, wenn ihr ins Bett geht, waren nicht am selbigen Tag in der Stadt, sondern werden es am folgenden sein. So könnt ihr euch schon mal in Ruhe überlegen, welches Getier ihr euch am kommenden Tag durch epische Dance-Battles gefügig machen wollt. Das waren sie, unsere 10 Tipps zu Uplets. So sieht's aus. Das hat uns geholfen oder hätte uns geholfen, wenn wir es für den Anfang gehabt hätten. Ich hoffe, es hilft euch auch. Wir hoffen das beide. Ja. Und genau, wenn ihr noch weitere Tipps habt, dann schreibt sie uns einfach doch in die Kommentare rein. Da würden wir uns freuen, wenn ihr vielleicht noch was zu ergänzen hättet zu dem, was wir vielleicht vergessen haben. Ja, kann gut sein. Ja, durchaus möglich. Und ansonsten freuen wir uns über Likes und auch ein Abo. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, tut es. Und guckt euch unser Let's Play an, wenn ihr mehr über Spiel erfahren wollt.
Genau, damit ist alles gesagt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.